Ja, hallo zusammen. Und da fällt doch gleich mal der blöde Kardinal oder was auch immer, der Arsch ging mir so auf den Sack. Das war im Prinzip im richtigen Moment immer losrennen, aber ich hab's endlich geschafft. Das war ein Krampf. Ein elendiger Krampf. Kampf. Darauf trinke ich jetzt erstmal was. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Hey, was wird das denn? Was wird das? Was wird das? Okay, ich dachte schon, da kommt jetzt noch irgendwas. Drecksack. Elendiger. Da ist er tot. Weiß jetzt aber nicht, kommt da noch was oder nicht? Ja, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Was soll ich sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was kommt oder nicht. Der Punkt ist, dieses Spiel gefällt mir oder gefiel mir unglaublich gut. Ich bleib dabei. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Die Grafik war meines Erachtens nach wirklich sehr schön. Klar, die Mimik war jetzt teilweise etwas hölzern. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine kleine Software-Schmiede, so klein ist sie nicht, sie hat schon ein paar andere Titel gemacht. Die französische Software-Schmiede, die eine eigene Engine gemacht hat, was sie wirklich sehr gut hingekriegt haben. Also dieses Emotionale, das mag ich an Spielen ehrlich gesagt, ja. Ja, das Emotionale haben sie wirklich sehr gut hingekriegt, muss man einfach so sagen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, da müsste eigentlich noch was kommen. Ich lasse das einfach mal laufen. Das Emotionale haben sie sehr gut hingekriegt, so dieses Bruder-Schwester-Ding, die sich am Anfang, ich war klar, gab es das alles schon. Da müssen wir sich drüber unterhalten. Ich sag nur PlayStation 3 und 4, Last of Us. Auch da diese Verbindung zwischen dem Mann und dem kleinen Mädchen. Es gibt auch noch andere Beispiele hierfür. Aber unbedarft dessen haben sie das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Es gab für mich sehr nervige Situationen, wenn der Speicherstand totaler Schwachsinn war. So wie beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal war es ja mittlerweile, wenn ich das hier aufnehme. Aber trotzdem war das ein wundervolles, wunderschönes Adventure, was auch immer. Aus meiner Sicht wirklich ein tolles Spiel. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich noch was, weil die Geschichte ist jetzt nicht so richtig zu... Ah ja, sag ich doch. Füreinander. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Okay. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Na, das hoffen wir doch. Sie, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort ja, sind. Ja, und ich find's gut. Hoffentlich bleibt das so. Da kriegt man ja eine echte Rattenversion. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Was zählt denn hier dazu? Bereit. Los, Amicia! Ja. 10 Hühner auch? Nein, tun sie nicht. Haben wir dann auch Ziele da oben? Ja. Da oben ist auch noch eins. Ich glaube... Nee, doch nicht. Was ist denn jetzt das letzte Ziel? Nein, Huhn, ich weiß, du bist kein Ziel. Hallo, wo ist denn jetzt das verschissene letzte Ziel? Ich sehe es gerade überhaupt nicht. Da oben die Glocke.
Nein. Ich sehe es gerade echt nicht, Leute. Wo ist das Ziel? Da vielleicht irgendwo? Wo ist das verschissene sechste Ziel? Soll ich dir den einen Kopf schießen? Nein. Hätte ja sein können. Kann mir meine Frage an, wo das letzte Ziel ist. Ich meine, ich ziehe jetzt die letzte Folge offensichtlich ein wenig in die Länge. Nein, tue ich nicht. Weil ich echt das Ziel nicht finde. Ach, aufgeschissen. Nicht übel. Gar nicht übel. Da, bitte. Hier hast du einen Apfel. Mhm. Glückwunsch, Amicia. Ja, dann gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Hallo? Was soll denn das jetzt hier? Willst du mich verarschen? Was soll das jetzt hier? Ach. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Na dann, lass ihn dir schmecken, kleiner Heute Mann. Heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Ein Träumchen. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch Na dann, Hugo, soll zu sehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt, Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Na ja, gut. Gucken wir mal auf den Jahrmarkt. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Alter, geht's noch? Gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Aha. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Okay. Aber der Jahrmarkt. Na los. Was machst du da? Gehen wir da die... Nein, wir gehen scheinbar... Ich hatte jetzt fast vermutet, wir gehen weiter hoch, aber das Spiel sagt uns nein. Hey, Hugo! Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Hey! Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Wohl nicht. Aber ich glaube, das ist hier auch gar nicht das Ziel. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Was ist mit unserer kleinen Freundin? Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Das beantwortet die Frage. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Okay. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Na, das hoffen wir doch. Nicht umsonst haben wir den ganzen Scheiß gemacht. Nein, Scheiß natürlich nicht. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Tja, soll das ein Hinweis auf den zweiten Teil sein, dass Hugo weitergejagt wird? Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Vorstellen könnte ich es mir. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie wirtschaftlich erfolgreich das Spiel war. Davon hängt das sicherlich ein Stück weit an. Und ja, wir werden sehen, denke ich mal. Ich denke mal, das wird jetzt hier das Ende sein.
Sieht so ziemlich nach Ende aus. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, diese Folge kommt dann, heute ist Dienstag, wenn ich das aufnehme, die Folge davon Mittwoch, dann kommt diese Folge am Donnerstag. Mal gucken, vielleicht bringe ich sie auch am Freitag, weil das wäre ein Abschluss. Und ich werde immer noch überlegen, was ich jetzt dann, was, ein großes Dankeschön an das gesamte Asobo-Studio sowie die größten Familien mit unserer Familie klar. Was wollte ich sagen? Ja, ich weiß noch nicht, was ich im Anschluss mache. Lasse ich jetzt bei zwei Let's Plays, aber das wäre auch eine Möglichkeit, also dass ich erstmal einen Wulzen in Grim Dawn mache, weil ich auch nicht weitermache, weil ich auch nicht weiß, inwieweit oder wie groß Wulzen noch ist. Das spielt auch eine Rolle. Ich werde das einfach entscheiden, jetzt die Tage. Ich bedanke euch für diejenigen, die das Spiel mit mir verfolgt haben. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, für euer Interesse, auch wenn die anderen Spiele mehr geschaut werden. Aber was soll ich sagen, ich mache das ja für mich. Also klar freue ich mich, wenn ihr daran Freude findet, aber trotzdem muss ich selber ja auch Spaß dabei haben. Und das funktioniert nur, wenn, wie soll ich sagen, ja, wenn mir das Spiel gefällt. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt und sage, ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Nochmal Dankeschön für euer Interesse und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage bis bald. Thank you.